Wir haben letzte Woche damit angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, wofür stehen wir eigentlich als Gemeinde. Und wer es vielleicht vergessen sollte, der kann es dort nachlesen. Dort steht es: zeitgemäß Gott erleben. Es geht um Gott im Zentrum und es geht darum, ihn zu erleben. Nicht nur um irgendeinen verstaubten Glauben zu leben, sondern um Gott täglich neu zu erleben. Und wenn man uns fragen würde als Gemeinde, was ist denn euer Auftrag? Warum hat Gott euch in diese Stadt gestellt? Warum hat er euch so reichlich begabt mit so vielen netten und liebevollen Menschen? Warum? Weil wir haben Folgendes im Sinn. Aus Gottes Kraft heraus leben wir in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und anhand der Bibel leiten wir andere Menschen an, seine treuen Nachfolger zu werden. Wenn du denkst, das kommt mir bekannt vor aus dem Matthäusevangelium, dort habe ich es schon irgendwo mal gelesen. Ja, das stimmt. So ähnlich hat Jesus es gesagt, natürlich besser, als wir es formuliert haben. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, da hat Jesus gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Und mache zu Jüngern alle Völker, sagt Jesus, und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist ein Auftrag, den Jesus gibt an alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten, ganz egal in welcher Lebenssituation sie sich gerade befinden. Und heute machen wir uns speziell darüber Gedanken, zu wem wir eigentlich eine leidenschaftliche Beziehung haben sollen. Zu Jesus. Weil es geht ja darum, immer wieder zu prüfen, wem schenken wir denn eigentlich unser Herz? Zu wem sollen wir leidenschaftlich sein in der Beziehung? Wer ist der, der uns beauftragt, in die Welt hinauszugehen und Menschen von ihm zu erzählen? Und übrigens, mir ist wieder mal eine Reihenfolge aufgefallen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Es geht immer zuerst darum, Jesus das Herz zu schenken und dann ihm zu dienen und dann Dinge für ihn zu tun. Wenn dein Herz nicht da ist, es ist leblos. Dann bist du nur eine Hülle. Er will dein Herz. Wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und frage, wer ist denn eigentlich Jesus? Oder wenn man so Zeitschriften liest, dann stehen ganz tolle Dinge über Jesus drin. Er war ein guter Mann. Ja, stimmt. Er war ein Mystiker. Er war ein Philosoph, der mit seinen Reden, da konnte er die Massen begeistern. Ja, er war auch ein Zauberer, er konnte über Wasser gehen. Ja, er war ein mutiger Religionsgründer. Jemand, der sogar für seine Überzeugung gestorben ist. Das sagen die Leute über Jesus, aber wer ist Jesus wirklich? Für uns, und ich sage es ganz gerade heraus, für uns ist er Gott. Punkt. Er ist Gott, der als Mensch hier in unsere Dimension kam, in die Dimension, wo wir Menschen leben. Und er existierte schon immer, Jesus. Und er harmonierte schon immer zusammen in der Dreieinigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Schon immer. Das heißt, Jesus gab es schon, bevor er als Säugling durch Maria hier auf die Welt kam. Er existierte schon vorher. Jetzt könntest du denken, wow, das ist ein neuer Gedanke. Ich habe immer gedacht, Jesus ist an Heiligabend zum ersten Mal auf die Bildfläche gekommen oder auf der Bildfläche erschienen. Wir werden jetzt eine Passage lesen aus dem Hebräerbrief. Das ist ein Brief, der ziemlich weit hinten steht im Neuen Testament. Viele werden diesen Brief nicht gelesen haben. Ich hoffe, ihr habt ihn gelesen. Weil man fängt dann an, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, Korinther und dann wird es schon zäh. Aber wir lesen diese Passage, weil sie für uns sehr, sehr wichtig ist, weil sie beschreibt, wer Jesus ist. Und ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Da heißt es: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren.
also durch die Propheten zum Volk Israel, zum Volk Gottes. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Jesus ist der Schöpfer, nicht der, der erst noch geschaffen werden musste. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät, also beim Vater. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem Engel gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es, alle Engel sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden und seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn wird jedoch gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht und alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie es bei keinem deiner Freude getan hat. Und an einer anderen Stelle heißt es, und ihr merkt, hier wird sehr viel das Alte Testament zitiert, an einer anderen Stelle heißt es, du Herr hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen. Du aber bleibst. Sie werden alt werden, wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie ein Umhang. Sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst der, der du bist, und deine Zeit wird kein Ende haben. Also eigentlich müssten wir jetzt stehen bleiben, den Gottesdienst unterbrechen, auf die Knie gehen und Gott alle anbeten. Weil er einfach anbetungswürdig ist für das, was er ist und nicht immer erst dann, wenn er etwas für uns tut. Allein sein Wesen ist majestätisch. Wenn wir uns unseren Auftrag der Gemeinde noch mal genauer anschauen, dann heißt es ja, wir leben oder wir wollen in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus leben. Das heißt also zu Gott selbst. Und das ist nichts Geringes, das ist was Großartiges. Das ist die wichtigste Beziehung, in der wir leben sollen. Wir schauen uns mal ein paar Eigenschaften unseres Jesus an. Er wird beschrieben als allmächtiger Schöpfer. Im Psalm 24, Vers 1 heißt es zum Beispiel so: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Erde gehört ihm. Alles, was gemacht ist, gehört ihm. Dann heißt es im Haggai, in einem Prophet, Kapitel 2, Vers 8, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Also alle materiellen Ressourcen, die kommen von ihm. Also er ist nicht arm, er hat alles, was er braucht und kann uns mehr denn je versorgen. Und wisst ihr, als ich damals die Überlegung hatte, bei Volkswagen zu kündigen und zu studieren zu gehen, da sollte sich ganz viel verändern. Ich sollte mich geografisch verändern, finanziell wäre es eine ganz neue Situation gewesen. Und manchmal habe ich gedacht, wie schafft man das? Natürlich kommt man hier aus einer stabilen Sicherheit heraus, aber wie ist das? Dann bist du Student und musst alles selbst bezahlen. Wie wird das sein? Und als ich diese zwei Stellen so richtig verstanden habe, vor allem, dass Gott sagt, alles Silber und Gold ist mein.
Wenn ich will, dann kann ich dich versorgen. Es ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ich dich berufe, dann wirst du auch versorgt sein. Und ich erinnere mich, wie ich so am Zweifeln war in manchen Situationen, ob das wirklich so ist. Und dann fand ich hier in meinem Briefkasten, wir haben ja so ein Briefkastensystem noch wie damals, zu alter Zeit, und da lag ein Briefumschlag drin. Da stand kein Name drauf, nichts, stand nur drauf für Sebi. Ich kannte die Schrift nicht, ich wusste nicht, wer mir den gegeben hat. Und da lagen 20 Euro drin. Einfach so. Und ich habe das damals so als Geschenk angenommen und dachte, okay Gott, du willst mir etwas sagen. Weil sonst hätte jemand einen Namen drauf geschrieben oder alles Gute zum Geburtstag, aber es war weit weg vom Geburtstag. Ich habe es von Gott angenommen und dachte, ja Gott, du kannst mich versorgen, jederzeit. Und ich kannte auch die Geschichten von den ganzen Missionaren, die plötzlich nichts mehr zu essen hatten. Und dann kam jemand und hat eine Ladung Brot gebracht. Kurz bevor alle verhungert wären. Ich dachte, das ist ja unglaublich. Also alles gehört Gott und er hat die finanziellen Ressourcen. Was bedeutet das für dich persönlich? Weißt du, du darfst innere Ruhe und Frieden haben über deine materielle Grundversorgung. Die Betonung liegt auf Grundversorgung. Das, was du brauchst, wird der Herr dir geben, wenn du bereit bist, nach seinen Maßstäben zu leben. Er wird dir nicht das geben, was du alles brauchst, wenn du nicht bereit bist, nach seinen Maßstäben zu leben. Dann der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, als ich darüber nachdachte, weil wir machen uns ja viel Gedanken über, wer versorgt mich, bin ich versorgt, Tag für Tag, ist meine Familie versorgt, werde ich partnerschaftlich allein dastehen? Wie wird das sein mit mir? Werde ich für immer Single bleiben? Werde ich heiraten? Wie wird das in meiner Beziehung sein? Und so weiter. Der Text sagt, alle, die da darauf wohnen, auf dem Erdkreis, die gehören auch Gott. Das heißt, er hat für deinen Topf den passenden Deckel. Er hat ihn. Entweder hat er ihn schon in der Hand oder dieser Deckel liegt noch im Schrank. So. Und er entscheidet, wann er den Schrank aufmacht oder die Schublade, um dich mit einem Partner zu versorgen. Warum? Ja, weil er es besser weiß als wir, wann die Zeiten reif sind. Weil er auch besser als wir weiß, wer der Richtige ist oder ob es vielleicht besser ist, noch ein paar Jahre allein zu gehen, anstatt in schlechter Begleitung. Gott weiß es. Er ist weise. Deswegen weiß er es. Dann lesen wir über Jesus, dass er ein gerechter König ist. Was zeichnet einen gerechten König aus? Ich denke Folgendes, dass der König vor allem sein Leben und sein Amt in den Dienst des Volkes stellt. Er ist nicht König, damit seine Krone verherrlicht wird, sondern damit er den Menschen dienen kann und helfen kann, damit es stabil und sicher in dem Land zugeht. Ein gerechter König, der missbraucht sein Amt nicht. Der lässt sich nicht bestechen, der redet etwas, was schlecht ist, nicht gut und etwas, was gut ist, nicht schlecht, sondern er ist und bleibt gerecht für immer. Ein guter König, und so erlebe ich Gott auch, er schenkt seinem Volk und seinen Kindern Freiheit. Aber er wird am Ende gerecht darüber urteilen, wie wir unser Leben unter seiner Herrschaft geführt haben. Und ich betone, unter seiner Herrschaft. Er ist der Herr. Wir sind die Untertanen. Hört sich ein bisschen dramatisch an. Aber so ist es. Wenn er der König ist, sind wir nicht der König. Dann müssen wir so leben und das tun, was er sagt und was er möchte und darauf vertrauen, dass er das Beste für uns will. Er wird am Ende das Gute belohnen, hundertprozentig. Er wird aber auch das Schlechte ansprechen und auch bestrafen. Und übrigens, wenn der König sein Leben dafür gibt, dass es dir und mir gut geht, wenn er alles einsetzt und sogar selbst ans Kreuz gegangen ist für uns, dann erwartet er, denke ich auch, oder dann hat er eine Gegenleistung von uns verdient. Und die Gegenleistung ist die, dass wir bereit sind, vollen Einsatz und mutig zu zeigen, also vollen Einsatz zu zeigen und mutig voranzugehen, für den Auftrag im Dienste des Königs, der da lautet, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Egal, ob gerade Sturm ist draußen,
egal ob Pandemie ist, egal welche Jahreszeit ist, geht raus und lasst euch nicht aufhalten bei dem, was euer Auftrag ist. Jesus hat nie versprochen, dass das Gemeindeschiff durch ruhige Fahrwasser fahren wird. Die Gemeinde ist durch die Verfolgung gegangen, die Gemeinde ist durch die Pest gegangen. Cholera. Und die Gemeinde muss auch durch das Jahr 2020 gehen. Und die Besatzung muss am Deck stehen und kämpfen und vorangehen und sich nicht aufhalten lassen. Weil es darum geht, den Auftrag des Königs auszuführen, der bereit war, nicht nur am Deck zu stehen, sondern sich ans Kreuz nageln zu lassen. Bei all den Fragen über Gerechtigkeit in dieser Welt könnte man denken, ja, sag mal, warum ist denn dieser gerechte König nicht wirklich gerecht und verteilt die Ressourcen, das Essen und all die anderen Dinge, die so wichtig wären, warum verteilt er sie nicht gerecht? Ich denke, er hat alles gerecht verteilt, aber die Menschen bringen seine Ordnung und sein Gleichgewicht immer wieder durcheinander, weil die Menschen nicht auf Gleichgewicht aus sind, sondern auf Raffen. Steht ihr? Gott hat gutes Gleichgewicht geschaffen, überall auf der Welt. Die Kontinente sind alle mit vier Ressourcen beschenkt worden. Nur einer wollte mehr haben als der andere. Und dann gerät vieles ins Ungleichgewicht. Könntest du denken, ja, aber er könnte doch trotzdem eingreifen, wenn er gerecht ist. Ja, könnte er. Natürlich könnte er das, weil er Gott ist. Aber er weiß, warum er es noch nicht tut in vielen Situationen. Genauso ist es doch auch, dass wir uns darüber freuen, dass er nicht bei jeder kleinsten Ungerechtigkeit unseres Handelns, dass er nicht auch gleich eingreift, bevor wir die Chance hatten, um Vergebung zu bitten. Gott sei Dank, dass er nicht immer sofort eingreift, wenn wir krumme Dinge machen. Dann heißt es auch über ihn, wenn er König ist, dass er ein Herrscher ist. So, wenn er Herrscher ist, dann ist er nicht nur Herrscher über alle Lande, sondern dann ist er Herrscher auch unseres Herzens. Oder sollte er zumindest sein dürfen. Und ich frage ganz bewusst, sitzt er als König auf dem Thron deines Herzens? Oder sitzt er in der Besenkammer auf dem Teppich? Du denkst, ja, das klingt jetzt aber ein bisschen hart. Natürlich sitzt er bei mir auf dem Thron. Gut, wenn er auf dem Thron sitzt, dann wird er deine Gedanken, deine Gefühle, deine Worte, deine Handlungen auch bestimmen dürfen. Und du wirst viel Frieden haben und du wirst auch viel, viel Frieden verbreiten in dieser Welt. Und das wird nicht nur gut sein für dich, sondern es wird auch gut sein für so viele andere Menschen. Sitzt er aber nicht auf dem Thron, was doch bei so vielen der Fall ist, dann wird man innerlich ziemlich oft hin und her gerissen sein. Da wird ein Kampf sein zwischen Lüge und Wahrheit. Prioritäten. Setze ich mich ein, setze ich mich nicht ein, Jesus? Ja? Es wird auch Gefühlschaos geben und Schwierigkeiten, wenn man Entscheidungen treffen möchte. Gefühlschaos in der Form von Unruhe. Ja? Unzufriedenheit. Zorn ist oft da, Frust und viele Tränen. Wenn er auf dem Thron sitzt, sieht das nicht so aus. Und wenn er nicht auf dem Thron sitzt, dann haben wir ein internes Problem. Als erstes merken wir es selbst. Gott weiß es sowieso, aber wir merken es. Und früher oder später werden es auch die Menschen merken, die mit uns zu tun haben. Weil an unseren Handlungen wird man sehen, was letztlich sich in unserem Herzen abspielt. Und man wird dann unseren Glauben auch hinterfragen. Man wird unseren Gott hinterfragen. Und ich kann dir sagen, ich selber war jemand, der oft im Wege stand, dass Menschen Jesus sehen. Weil er in gewissen Lebensphasen und Situationen oder bei manchen Entscheidungen eben nicht auf dem Thron saß, sondern ich gesagt habe, Jesus, mach mal ein bisschen Platz da auf deinem Thron, Ich brauche ein bisschen mehr als du jetzt, weil ich selber das Sagen haben möchte. Und das ist immer in Chaos geendet. Das war nie gut. Kann man sich schämen, kann man Buße tun, sagen, Jesus, ich mache es nicht nochmal. Und manchmal passiert es doch wieder. Aber wir müssen lernen, der Thron gehört ihm allein. Wenn wir da sitzen, kommt nichts Gutes bei raus.
Wir lesen noch eine Stelle, die uns ein bisschen mehr zeigt, wer Jesus ist. Kolosserbrief, ein Brief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Hier wird das nochmal beschrieben, dass er schon da war. Vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. So, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat das verstanden? Klar. Also wenn ich gerade nicht frisch bin im Kopf und sowas lese, so, ach, ich mache mal schnell meine stille Zeit, bevor ich aus dem Haus will, dann raff ich gar nichts, wenn ich so eine Textstelle lese. Die muss man wirklich durchdenken. Also mir geht es auch manchmal so. Aber wenn man sich Zeit nimmt, dann funktioniert es eigentlich. Wir starten mal. Es heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In einer Begegnung zwischen Jesus und seinem Jünger, seinem Schüler Philippus, da kommen sie so ins Gespräch über Gott, den Vater. Und da sagt Jesus zu Philippus oder zu den Jüngern, auch die zugehört haben, Johannes 14, die Verse 7 bis 9, da sagt er, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, um Gott wahrzunehmen, zu verstehen, wer er ist, kann man nicht auf Distanz zu Jesus leben. Das funktioniert nicht. Man muss ihm ganz nah sein. Man muss Interesse an Jesus haben. Man muss mit ihm reden. Das nennt man Gebet. Auf deine Art und Weise. Und man muss auch bei ihm abtauchen wollen. Wie? Indem man die Texte über ihn liest und sich die Situation auch mal vor Augen hält. Wie war das, als Jesus gewirkt hat, mit Menschen gesprochen hat? Dass man sich das plastisch auch mal vorstellt. Und plötzlich wird er, oder kommt er ganz nah. Das heißt, man muss Interesse haben. Und manchmal fragt man mich, ja, Sibi, wo ist dein Gott? Wie ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und für mich gibt es nur eine logische Antwort, dass ich sage, wenn du Gott sehen, verstehen, begreifen willst oder wissen willst, wer er ist, dann schau auf Jesus. Ich kann dir zeigen, wo du die Texte von Jesus findest. Ich kann dich ein bisschen anleiten, aber den Weg musst du schon selber gehen, wenn du wirklich Interesse hast. So, am Beispiel von Philippus, da merkt man aber auch Folgendes. Du kannst dich in der Umgebung von Jesus aufhalten, aber weil du so abgelenkt bist von allem und weil du noch nicht so richtig hingeguckt hast, kannst du Jesus verpassen. Und du wirst auch nicht begreifen, wer der Vater ist. Ohne Interesse, ohne Ablenkungsfreiheit. Es ist wirklich schwierig, Jesus zu greifen, ihn zu schmecken. Kommen wir mal in unseren kleinen Alltag. Wenn dich jemand fragen würde, wo ist dein Partner? Und wer ist dein Partner? Wenn du ein guter Partner bist, dann könntest du sagen, meine bessere Hälfte ist gerade dort und tut gerade dies und jenes. Wenn du ein sehr guter Partner bist, dann weißt du auch, was diesen Menschen beschäftigt. Du weißt, wer er ist, was ihn ausmacht, wofür er leben würde, wofür er sterben würde, wofür er Leidenschaft hat, was ihn gerade im Herzen bewegt. Wenn du ein guter Partner bist, dann weißt du das. Warum? Weil die Nähe und der Kontakt so eng ist. Was glaubt ihr, warum können Paare zusammen essen, im gleichen Bett schlafen, Urlaub zusammen machen, die gleichen Kinder großziehen und sich dann irgendwann nach Jahren angucken und sagen, Schatz, ich glaube, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Warum? Weil man sich nur
irgendwo nebeneinander her bewegt hat, aber nie wirklich oder aufgehört hat, irgendwann Interesse zu zeigen. Wer bist du? Wo bist du gerade? Was macht dich aus? Vielleicht hat man auch nicht den Mut, so unangenehme Fragen zu stellen und vielleicht dann unangenehme Antworten zu bekommen. Aber wenn man das nicht tut, dann geht die Nähe und die Enge verloren. Ist ja unser Partner, wenn wir ihn nicht wirklich kennen, auch nach Jahren, könnte genau wie Jesus sagen, so lange bin ich bei dir und du kennst mich nicht. Genauso könnte Jesus sagen, hey Leute, ihr seid schon, was weiß ich, wie viele Jahre dabei. So lange bin ich bei euch und ihr kennt mich nicht. Ich glaube, diese Frage, die wird den einen oder anderen richtig von den Socken hauen eines Tages. Weil man dachte, dass man sich im Umfeld von Jesus bewegen kann, im Umfeld von Gemeinden, im Umfeld von Christen. Und dann ist man automatisch ein Jünger oder jemand, der Jesus erkannt hat. Aber das funktioniert so nicht. Der Glaube deiner Oma, der Glaube deines Partners, der Glaube deiner Kinder, der wird dir nicht helfen. Es muss dein Glaube, deine Überzeugung, deine Leidenschaft sein, deine Liebe und dein Interesse für Jesus. Dann heißt es auch in unserem Text, es ist alles durch ihn und zu ihm erschaffen. Das heißt, Jesus hat die materielle und auch die geistliche Wirklichkeit zu seiner Verherrlichung geschaffen. Was heißt das? Er hat alles gemacht, damit die Kreaturen ihn anbeten und in dieser Schönheit der Schöpfung ihn erkennen. Er hat das gemacht für sich. So, und wer die Schöpfung gründlich genug betrachtet, der wird früher oder später nach einem Schöpfer fragen müssen, weil das alles kann nicht einfach aus dem Zufall entstanden sein. So, was haben wir Menschen aber geschafft? Wir Menschen haben es geschafft, dass wir anstatt den Schöpfer anzubeten, wir haben es geschafft, das Geschaffene anzubeten. Wir haben das genau umgedreht. Ja, weiß nicht, früher war das so, dass die Menschen an den Mond, die Sterne und die Sonne angebetet haben. Und da denken wir, oh, aber ganz bescheuerte Leute. Oder die in den Wald gehen und die Bäume anbeten. Ganz schrecklich. Ich nenne diese Menschen Mondanbeter. Aber ganz ehrlich, die Mondanbeter sind von uns gar nicht so weit entfernt. Weil die beten vielleicht Sonne, Mond und Sterne an Sachen, die ganz weit weg sind, die groß sind, die sie nicht anfassen können. Aber wir beten oftmals Dinge an und verherrlichen diese Dinge und investieren Zeit und Kraft und Herzblut und Liebe und ohne Ende Geld in Dinge, die man anfassen kann, die zerbrechen, die morgen rosten. Das tun wir. Wir sind auch Mondanbeter. In vielen Lebensphasen, in manchen Lebenssituationen. Ja? Und Projekte sind so wichtig manchmal für uns. Projekte, die am Ende, wo man sagt, was kommt an mich dabei raus, wenn dieses Projekt fertig ist? Wisst ihr, wir sollten doch den Fokus auf die Projekte legen, die Gott auch am Herzen liegen. Und das Projekt, was ihm am Herzen liegt, ist, mach die Menschen mit mir bekannt, weil ich die Rettung und die Lösung für alle Dinge bin. Jetzt könntest du denken, oh, Sibi, du sagst das so oft, dass das unser Auftrag ist, dass wir das brauchen, dass wir das tun sollen. Ja, soll ich sagen, was passiert, wenn man das nicht sagt, nicht oft genug? Dann dreht es sich in unserem Leben um ganz, ganz viele Dinge, aber nicht um das Wesentliche. Ist wie in einem Garten, wenn du nicht aufpasst, dann kommt das Unkraut sofort. Wildkraut, Entschuldigung, darf ich nicht Unkraut sagen. Dann kommen die Wildkräuter und die überwuchern alles. Und dann siehst du eigentlich das, was du wirklich angebaut hast, das siehst du dann nicht mehr. Und der Teufel ist der Erste, der anfängt, überall Unkrautsamen zu sehen in unserem Leben, unser Ohr zu verstopfen für Gottes Willen, unsere Augen zu verschließen für das, was er möchte. Und natürlich bindet er auch unsere Hände, indem wir unsere Hände für alles Mögliche einsetzen, aber nicht für das, was dem König wirklich wichtig ist. Dann heißt es, dass
Jesus auch der Erhalter aller Dinge ist. Kolosser 1, Vers 17. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Was heißt das? Bestehen kommt aus dem Griechischen, also das griechische Wort, und heißt einfach zusammenhalten. Jesus hält das ganze Universum zusammen. Er hält, dass es nicht auseinanderfliegt. Ja? Warum? Weil das wichtig ist für unsere Existenz und für das Fortbestehen des Lebens. In Kolossä damals, an die Leute, wo er den Brief geschrieben hat, sie dachten, alles wird zusammengehalten durch die Engelswelt. Ja? Heute denken die Leute nicht durch die Engelswelt, es wird alles durch den Zufall zusammengehalten. Ja klar, überlass mal dein Aquarium ein Jahr lang dem Zufall. Was wirst du dort wiederfinden? Chaos. Und überleg mal, das Aquarium, der große Ozean, wenn Gott den nicht zusammenhalten würde, der würde kippen. Gott hält ihn zusammen. Und wenn Jesus alles zusammenhält, und jetzt solltest du gut zuhören, wenn in deinem Leben Zerbruch da ist. Wenn Jesus alles zusammenhält, dann kann er auch deine Situation erhalten und flicken, reparieren, zusammenfügen, die Scherben aufsammeln. Du könntest denken, ich weiß nicht, ob er das schafft. Es ist zu viel kaputt. Wenn wir diese Frage so stellen, dann ist es ähnlich, wie wenn wir fragen würden, kann der Formel-1-Pilot mein Alltagsauto fahren? Ich weiß es nicht, ob er das kann. Es gibt nur einen guten Grund, warum der Formel-1-Pilot deinen Golf nicht steuern kann. Weißt du wann? Warum? Wenn du ihm nicht das Steuer überreichst. Wenn du ihm nicht erlaubst, selbst zu fahren. Und so ist es auch mit Gott. Wenn du Gott in deinem Chaos, in deinem Zerbruch nicht erlaubst, das Sagen zu haben, dann endet alles irgendwann in Krise. Und ich hoffe, wir geben ihm das Sagen freiwillig, bevor es endgültig zu spät ist. Weißt du, Gott ist niemand, der sich das Steuer mit Gewalt nimmt. Das macht er nicht. Er möchte, dass du es ihm freiwillig gibst. Und das ist auch gut, wenn wir es ihm freiwillig geben. Und selbst wenn du vielleicht im Moment noch zweifelst, dann gib es ihm trotzdem. Und du wirst früher oder später merken, sobald er einsteigt, fängt er sofort an, Scherben aufzusammeln. Sofort Dinge zusammenzuhalten wieder. Aber er muss das volle Steuer, die volle Autorität über deinem Leben haben. Weißt du, wenn du trotzdem am Steuer so festhältst, du sagst, nein, ich krieg das hin. Ja, wenn du die Lösung hättest, wenn du wissen würdest, wie man das Problem löst, dann wärst du doch nicht in einer Situation von Chaos und Zerbruch gelandet. So schlau wärst du doch, dass du gesagt hast, nee, mache ich nicht mit. Aber du steckst in diese Situation, weil du nicht die Lösung hast. Also übergib das Steuer, übergib deine Situation in die Hand von Jesus und halt nicht krampfhaft fest an den Dingen. Und vergiss eine Sache nicht, die ist ganz wichtig. Wenn es im Moment ganz dunkel ist, der Zerbruch größer als jemals zuvor und du nichts mehr kannst. Jesus ist der, der gesagt hat, ganz am Anfang, als Chaos da war, als Dunkelheit da war, was hat er gesagt? Es werde Licht. Und jetzt denk mal an deine Krise, an dein Chaos, an deine Dunkelheit. Du siehst nichts, aber dann kommt Jesus zu dir und sagt, hey, es werde Licht. Jeremia, Kapitel 32, Vers 17, da drückt der Prophet es folgendermaßen aus. Er sagt, ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Das heißt, Gott, du kannst alles. Dir ist nichts unmöglich.
Jesus, wer bist du? Bist du all das? Und Jesus, dieser Name, abgeleitet von dem Wort Jeshua, was auch Rettung bedeutet, das zeigt doch eigentlich, was Jesus ist, was ihn ausmacht, wozu er in diese Welt gekommen ist. Und sein bester Freund Johannes, der hat es so ausgedrückt, Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Die Welt ist schon gerichtet, wenn wir nicht an Jesus glauben, sagt er. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gerettet aus einem Leben in Verlorenheit, weil man sich seine eigenen Leitlinien gebastelt hat, weil man selber gesagt hat, da sollte es doch lang gehen. Und am Ende merkt man, ach, der Weg war weg von Gott, weg von seinen Maßstäben, weg von seiner Gerechtigkeit. Und dann landet man eigentlich im Chaos der Sünde. Die Bibel ist da sehr, sehr ehrlich und sagt, ja, ihr Menschen, wir Menschen sündigen ziemlich oft. Aber das ist die frohe Botschaft der Bibel. Die frohe Botschaft der Bibel ist doch die, Sünde kann und wird vergeben werden für diejenigen, die um Vergebung bitten. Und das gilt für jeden. Egal, wo du herkommst, egal, was du verbockt hast in deinem Leben, egal, wie tief du da drin steckst, auch deine Sünde kann vergeben werden. Und deswegen sage ich das ganz bewusst zu jedem hier im Raum und auch zu denen, die einschalten. Kein Mensch muss die Hoffnung wirklich aufgeben, in seiner Hoffnungslosigkeit gefunden zu werden. Jesus findet jeden, der verloren ist und wenn er ihm lange, lange nachgehen muss. Jesus kann dich finden. Die Frage ist, willst du dich finden lassen? Und jetzt stellen wir erstmal die Frage, worin ist man eigentlich verloren in diesem Leben? Wovon müsstest du gerettet werden? Und warum bist du eigentlich schon so lange verloren? Auch als Christ übrigens. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die Christus nicht kennen, sondern auch als Christ ist man über Phasen, manchmal über Jahre verloren. Man ist verloren in schlechten Gewohnheiten. In Süchten, die uns zerstören wollen, wovon wir manchmal nicht mal unserem besten Freund erzählen. Und es wäre gut, wenn wir Dinge offenbaren. Wir sind verloren in kranken Denkmustern. Wir sind verloren, weil wir uns an falsche Sicherheiten klammern. Wir denken, dass wenn wir uns an geschaffene Dinge klammern, dass das unser Leben ausmacht. Wir merken, das funktioniert nicht lange. Wir sind gefangen und verloren manchmal in ungesunden Beziehungen oder in einem ganz gefährlichen Gedanken, dass wir denken, ja, wenn sich jetzt etwas verändert, dann weiß ich nicht, ob ich überleben kann mit der neuen Situation. Also dann bleibe ich lieber hier. Da ist eine Angst da vor der Veränderung, in der kann man auch verloren sein. Dann gibt es Menschen, die sind verloren im Selbstmitleid. Sie haben sich die Rolle des Opfers angezogen und sie gehen immer als Opfer durch diese Welt und sie hören nicht auf damit, immer wieder nach Mitleid zu betteln. Immer wieder, immer wieder. Und sie denken, das wird ihnen auf Dauer gut tun. Aber auf Dauer belastest du dich selbst und du wirst andere belasten. Das ist eine Verlorenheit, aus der Jesus uns aber rausholen kann. Dann gibt es Menschen, die sind verloren, in so einer Art und Weise durchs Leben zu gehen. Sie sind immer kritisch, immer laut, immer benehmen sie sich befremdlich, damit sie auch ja auffallen, weil sie eigentlich Angst haben, übersehen zu werden. Und deswegen sind sie immer grantig. Es funktioniert auch nett. Aber das muss man einfach mal sich vor Augen halten, dass man auch in sowas gefangen sein kann. Genauso ist man gefangen auf ungerechtfertigten Sorgen in Bezug auf Geld, auf Arbeit, auf die Gesundheit. Von überall sieht man die Viren und Bakterien heranfliegen. Man ist ständig beim Arzt und guckt und das ist auch nicht gut.
Das macht die Seele krank. Und wenn die Seele krank wird, dann kracht es auch im Körper. Manche sind gefangen und verloren in der Suche nach menschlicher Anerkennung. Und das ist, glaube ich, gerade der größte Virus, der unsere Welt getroffen hat. Diese Sucht nach Anerkennung, diese Milliarden von Fotos, die alle gleich aussehen, ja, wo Menschen eigentlich schreien, bitte, bitte, gib mir ein Like. Bitte, zeig doch, dass ich auch irgendwo da bin. Ja? Da kann man sich drin verlieren. Warum? Weil man menschliche Likes, menschliche Anerkennung sucht, aber menschliche Anerkennung ist ziemlich schnell vorbei. Du bist ziemlich schnell uninteressant, deswegen braucht man jeden Tag von dir neue Fotos. Aber Gottes Like ist beständig. Er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dir das beweisen kann, indem mein Sohn für dich gestorben ist. Das ist ein Like. Für immer. Dann kann man aber auch verloren sein, in dem Prozess Verletzungen aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Und diese Verletzungen, die poppen immer wieder auf. Immer wieder, immer wieder. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich weiß, es ist ein hartes Geschäft, mit Verletzungen aus der Vergangenheit umzugehen. Aber hey, manches muss auch begraben werden. Manches muss auch mal enden. Oder man muss es richtig anpacken, professionell, mit einem Therapeuten. Aber es kann nicht sein, dass es über Jahrzehnte, 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 dass man immer wieder Dinge immer wieder rausholt. Man muss sich auch finden lassen wollen von Jesus. Und wenn du sagst, nein, das geht bei mir nicht, doch es geht, weil Jesus allmächtig ist und alles reparieren kann. Er ist der Schöpfer deines Körpers und deiner Seele. Wenn du mir sagst, der Arzt kriegt es nicht hin, okay, der Therapeut kriegt es nicht hin, alles gut, verstehe ich. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man Jesus ranlassen muss. Bis ins Tiefste, bis ins Detail. Er kann, wenn alle anderen nicht können. Dann gibt es Menschen, die sind verloren in ihrer Kontrollsucht. Sie müssen alles kontrollieren. Alles. Ihren Partner, die Kinder, die Finanzen, alles. Denke ich, wenn es so gut wäre, dass die Kontrolle in deiner Hand ist, warum sagst du Gott nicht, Gott, geh doch mal für ein paar Wochen in Urlaub, ich übernehme deinen Job. Ich glaube, wir haben ein zu großes Selbstbewusstsein in unserem Kopf entwickelt, wenn wir denken, dass Kontrolle in unserer Hand am besten aufgehoben ist. Ich weiß, dass es woher kommt, dass man alles versucht zu kontrollieren. Aber auch das muss enden. Denn dein Problem, was du versuchst, durch die Kontrollsucht auszugleichen, wird nicht dadurch behoben, indem du weiter kontrollierst. Das ist nicht die Lösung. Das macht dich kaputt. Manche sind auch gefangen in einer Kritikunfähigkeit. Die sind richtig verloren. Sobald es nur nach Kritik, fliegen sie schon nach hinten weg. Auch darin kann man verloren sein, weil man sich selbst das Leben schwer macht und all den anderen, die einem versuchen, ganz liebevoll vielleicht auch mal die Wahrheit zu sagen, damit es einem hilft. Es gibt noch so viele Aspekte im Leben, in denen man verloren sein kann. Und ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, dass wir verloren sind. Das Leben ist, wie es ist. Aber ich weiß eins, dass wir eine Lösung haben, die diese Welt oft nicht kennt. Und diese Lösung heißt Jesus. Wisst ihr, wer sich von Jesus finden lassen möchte, von ganzem Herzen, der wird gerettet werden. Der wird gerettet werden. Weil Jesus dich annehmen wird. Er wird sich deiner Situation annehmen. Er wird dir zeigen, wie du neue Leitlinien gehen kannst, wie du neue Denkmuster entwickeln kannst, wie du neue Handlungsweisen dir aneignen kannst. Jesus kann das alles tun. Er wird dir vergeben. Er wird alles neu machen. Und er wird dir auch Projekte zeigen,
für die es sich lohnt, nicht nur zu leben, sondern alles zu geben. Und dieses eine Projekt heißt, aus Gottes Kraft heraus leben wir in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus und anhand der Bibel leiten wir andere Menschen an, seine treuen Nachfolger zu werden. Einen letzten Satz möchte ich schließen. Und vielleicht bist du gerade in so einer Verlorenheit. Dann kannst du die Hände öffnen und Folgendes sagen. Jesus, ich weiß, du bist, ganz kurz, ich weiß, du bist der Allmächtige. Ich weiß, du bist der Allwissende. Ich weiß, du bist der Allgegenwärtige. Und du hast die Kraft. Ich vertraue dir. Amen.